Was wäre denn das richtige Leben im Richtigen gewesen? Wäre ich unter diesen anderen Verhältnissen ein anderer Mensch geworden? Besser, klüger, ohne Schuld? Nicht immer sind die Tatsachen den Gefühlen gegenüber im Recht. Bist du glücklich, Kind? Glücklich? Mein Schatz, da könnte ich bei mir sein. Es riecht nach Malzkaffee. Westluft! Die Geschichte spielt 1960, 1961. Das heißt, wenn man es von heute ausrechnet, wirklich 50 Jahre genau her, dass das erschienen ist. Und das ist 50 Jahre ist so eine seltsame Zwischenzeit. Also man hat so das Gefühl, das ist nicht wie ein Klassiker schon so weit weg, dass keiner mehr ganz direkt damit Berührung hat. Es ist nicht wie ein zeitgenössisches Stück. Das ist eine besondere Zeit, diese 50 Jahre, finde ich, weil es halt eine Zeit ist, auf die man sehr unterschiedlich blicken kann. Entscheidet denn nur das Ergebnis über einen Menschen und nicht sein guter Wille und nicht einmal seine Anstrengung, wenn sie unzulänglich bleibt. Genossen, ich verlese jetzt den Bericht der Prüfungskommission über die Missstände hier im Werk. Ein ganz wichtiger Moment dieser Erzählung ist natürlich auch die Liebesgeschichte. Das muss man erst mal sagen, dass es so ist, dass es da drinnen eben diese Liebesgeschichte von Manfred und Rita gibt, die Christa Wolf beschreibt, und die deren Ende eigentlich, wenn man so will, durch die Verhältnisse der Zeit betoniert wird, wenn man so will. Nicht die Mauer beendet die Beziehung, sondern man hat das Gefühl, dass das Zerbrechen der Beziehung wird eigentlich nur durch den Mauerbau endgültig. So was Empfindliches wie du. Du kennst doch das Leben gar nicht. Kennst du nicht, ich sag's dir. Ich muss wohl dafür sorgen, dass du in meiner Nähe bleibst. Das hier ist Rita Seidel und die zieht jetzt ein. Mama, das ist Rita, Mama. Das ist ganz spannend in der Erzählung von Christa Wolf, dass man dort ist ja die Generation nach dem Krieg. Also man hat das Gefühl, da gibt es eigentlich fast einen ähnlichen Punkt. Also die Rita, die dort beschrieben ist, ist ganz am Ende des Krieges geboren. Die hat diese Kriegszeit nicht mehr bewusst erlebt. Die Rita, die jetzt bei uns auf der Bühne steht, ist 1987 geboren. Die hat von der DDR nicht mehr wirklich was mitbekommen. Der Manfred bei Christa Wolf ist noch viel stärker vom Krieg geprägt, aber es ist auch so, dass das seine Kindheit war. So ähnlich ist es bei uns mit Matthias Reichwald, der auch noch den Osten erlebt hat als Kind. Rita, irgendwo zwischen dir und mir, da fängt eine völlig neue Generation an. Ich weiß nicht, ob ich dich da mitnehmen soll. Ich weiß es einfach nicht. Als die Schule wieder losging, da waren wir mit 15 die Ältesten weit und breit, wo keine Gefallenenliste in der Klasse hing. Überall, das Land war übersehen. Die unterschiedlichen Blickwinkel werden eigentlich bei uns zum Teil wiedergespiegelt durch die drei Ritas, die auf der Bühne stehen. Das ist Hannelore Koch, die aus einer weiteren Entfernungen auf diese Zeit zurückblickt, auch schon nach dem System, eigentlich von heute. Das ist zum anderen Annika Schilling, die Rita ist im Krankenhaus, die eigentlich schon aus einer nahen Entfernung auf diese Geschichte zurückblickt. Die im Augenblick stehende Rita, das ist die Lea Ruckpaul. Und ja, mich freut es sehr, dass das so schön aufgegangen ist mit ihr in dieser Rolle. Früher da suchten sich Liebespaare vor der Trennung einen Stern, an dem sich nachts ihre Blicke treffen konnten. Was sollen wir uns suchen? Den Himmel. Den wenigstens, den können sie nicht zerteilen. Den Himmel? Dieses ganze Gewölbe von Hoffnung und Sehnsucht? Doch. Der Himmel teilt sich zuallererst.